Sieht man es noch? Und jetzt sieht man es nicht mehr? Guck mal gerade. Hallo. Ist das die Klospülung? Ich probier's mal. Hallo und herzlich willkommen zu unserer letzten Genius-Sendung. In der heutigen Sendung könnt ihr alles erfahren über die Pragfahrt der Q2, über die Düsseldorffahrt, einen Zeitzeugen und den Musikabend. Wir fangen an mit der Pragfahrt. Vom 24. bis 29. September 2023 trat die Q2 der Gesamtschule Alserfeld ihre Abschlussfahrt nach Prag an. Dort konnten die SchülerInnen an vielen Aktivitäten teilnehmen. Am ersten Tag stand für alle SchülerInnen eine Stadtführung an. Am zweiten Tag konnten die SchülerInnen wählen zwischen einer Architekturführung, Blacklight-Minigolf, einer Fahrradtour und einem Aufenthalt im Klettergarten. An Tag 3 besuchten alle Schülerinnen und Schüler das ehemalige Gestapo-Gefängnis der Nationalsozialisten in Theresienstadt. Am letzten Tag vor der Abreise besuchten alle gemeinsam die Prager Burg. Neben diesen vielfältigen Aktivitäten hatten die Schülerinnen und Schüler viel Zeit, die Stadt zu erkunden und ihre Freizeit selbst zu gestalten. In diesem Zuge hatte die Q2 einen gebührenden Abschluss vor den anstehenden Prüfungen. Weiter geht's mit dem Beitrag zur Düsseldorffahrt. Klimafreundlich reiste die neue EF bei ihrer Kennenlernfahrt per Zug in die Landeshauptstadt Düsseldorf. Das Wetter vor Ort war fantastisch. Ob es nun der Klimawandel oder einfach eine spontane Laune der Natur war, obwohl schon Ende September wurde den TeilnehmerInnen der Fahrt ein kleiner zweiter Sommer geschenkt, was zum Sonnenbaden auf den Rheinwiesen einlud und wunderschöne Sonnenuntergänge an der Rheinpromenade möglich machte. Natürlich kam aber auch die Kultur nicht zu kurz. Wieso heißt es eigentlich Düsseldorf und nicht Düsselstadt? Welche architektonischen Besonderheiten bietet das Rathaus? Und wie kam es dazu, dass Düsseldorf die erste deutsche Stadt mit Straßenlaternen war? Diesen und vielen weiteren Fragen ging man bei der Stadtführung auf den Grund. Außerdem wurde es sportlich. Am Sporttag hatte man die Wahl, Volleyball oder Fußball zu spielen, sich beim Lasertag zu verausgaben oder in Virtual Realities auszutoben. In der Freizeit konnte man in Little Tokyo japanische Kulinaritäten kennenlernen oder weiter die Altstadt und Rheinpromenade erkunden, bevor es mit Museumsbesuchen zu den Themenbereichen Kunst, Kultur und Biologie weiterging. Einen nervenaufreibenden Abschluss der Fahrt bescherte der nächtliche Ausflug in den Fernsehturm, von dem aus die EF das Panorama der Stadt genießen konnte. Wir wünschen der EF eine erfolgreiche und glückliche Oberstufenzeit. Als nächstes folgt der Beitrag zum Zeitzeugenbericht. Am 26. Oktober bekamen der Pädagogik-Grundkurs und der Geschichte-Leistungskurs der Q2 die Möglichkeit, einem Zeitzeugen Fragen zu stellen. Otto Heinz Gerding ist 1930 geboren und stellte sich den Fragen zu seiner Zeit in der Hitlerjugend und berichtete über seine Flucht aus der ehemaligen DDR. Alle SchülerInnen waren begeistert und haben einiges dazugelernt. Als letztes kommt der Beitrag zum Musikabend. Der Musikabend der GE fand unter dem Leitsatz Music has healing power, it has the ability to take people out of themselves for a few hours von Elton John am 23. November 2023 statt. Die Schülerinnen Lina Bayer und Kami Ketelhut moderierten alle Anwesenden durch zwei gemeinsame Stunden, in denen kleine und große MusikerInnen das Publikum verzauberten und sich schallenden Applaus einholten. Dabei coverten die Schulbands, Klassenorchester, der Muku-Chor und das Muku-Orchester und einige Solisten bekannte Songs wie Blinding Lights, Riptide, I Wanna Be Your Slave und Teenage Dirtbag sowie andere Stücke aus unterschiedlichen Genres. In der Pause und im Anschluss verkaufte die Q2 leckere Snacks und Getränke, um die Abikasse zu stärken. Der Musikabend war ein voller Erfolg und wir hoffen, dass er noch viele Male stattfinden wird. Müssen wir jetzt die große Reden schwingen, dass wir traurig sind? Die große Verabschiedung. Wir wünschen euch alles Gute. Das war unsere letzte Genius-Sendung. Wir machen bald hoffentlich unseren Abschluss. Ja, wir hoffen schon, dass wir unseren Abschluss kriegen. Ja. Sonst machen wir das Ganze noch ein Jahr. Schön mit Ö, bis Baldrian, Schüsseldorf, Bundesgartenschau. Wir sehen uns. Danke, dass ihr euch das angetan habt. Wir sehen uns nie wieder. Tschüss. Tschüss.